Hallo, 11. Januar 2021. Ich habe gestern Abend auf dem YouTube-Kanal von Anni und Martin so einen Bericht gesehen über dieses Impfzentrum in Berlin-Treptow. Da hat der Martin Lejeune ein paar alte Leute interviewt, die gerade geimpft worden sind und hat gefragt, wie sind sie darauf aufmerksam gemacht worden? Ja, die sind angeschrieben worden, Leute über 90, und sind eingeladen worden zur Impfung, haben die Taxifahrt bezahlt bekommen und der Arzt sei sehr freundlich gewesen und der nächste Impftermin sei in 3 Wochen. Und die alten Leute haben dann ein bisschen aus ihrem Leben erzählt und dass sie das tun, weil eine Frau sagte, weil die Hausärztin zugeraten hat und weil sie halt nicht krank werden wollen und weil sie solidarisch sein wollen und so weiter und weil sie Risikogruppe sind und ich weiß nicht was. Und das war ganz komisch, das Video zu gucken. Ich hatte gemischte Gefühle. Ich habe die Kommentare gelesen. Die anderen Zuschauer hatten scheinbar auch gemischte Gefühle. Und ich sage nur Emotionsregulation. Also man muss dann sich zusammenreißen, dass man sich beruhigt und denkt, ja, Punkt. Die Leute haben sich entschieden aufgrund der Medien, Information und aufgrund von Zuraten einer Hausärztin, dass sie sich haben impfen lassen. Leute, die teilweise schon 2 Kriege überlebt haben, die Zwangsarbeit überlebt haben und die das alles überlebt haben und sich jetzt impfen lassen. Also da muss man sich schon anschnallen. Und das hat mit mir im ersten Moment auch Aufregung gemacht und dass ich dachte, das ist einerseits eine wichtige Information, aber andererseits hätte man größte Lust, den Leuten zu sagen, guck doch mal auf die Internetseite von wolfgangwodark.com. Ich glaube, wodark.com. Macht man nicht, weil man will die alten Leute einfach nicht aufregen. Und ich sag mal, was Medien leisten, kann dann in dem Moment ein Einzelner, glaube ich, auch nicht alles rückgängig machen. Was ich aber, worauf ich hinaus will, ich habe mich dann selber beobachtet und habe gedacht, okay, du kriegst so eine Info, das macht dich aufgeregt und dann denkst du drüber nach. Und dann habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt mal aus Tätersicht überlege, dann sehe ich das ganz anders. Das Mittel, womit im Moment die Menschen in Schach gehalten werden, ist ja Angst, Ungewissheit und die Angst vor dem Unbekannten. Egal, ob man jetzt an Corona glaubt oder nicht. Man wird ja auf die eine oder andere Art immer in Atem gehalten. Die einen haben Angst vorm Virus und warten auf die erlösende Impfung. Und die anderen denken, oh Gott, was werden die Menschen falsch informiert? Und man muss die Menschen warnen, ne? Und dann ist man auch in Angst und Schrecken gehalten. Und dann habe ich gedacht, es läuft. Also aus Tätersicht läuft es. Alle haben Angst. Gründe sind unterschiedlich, aber alle haben Angst. Und dann denke ich, okay, das Spiel heißt Macht und Ohnmacht. Und die Menschen fühlen sich gerade hilflos, weil die nicht wissen. Weil die nicht wissen, wie es weitergeht, egal ob Thema Gesundheit, Thema Einzelhandel, Thema Wirtschaft, Arbeitsplatz und so weiter. Und ich denke dann, wenn ich Abstand habe, und den habe ich jetzt wieder, also ich persönlich entscheide mich dafür, mich nicht in
diese Ohnmacht zu begeben. Das ist leichter gesagt als getan, aber wenn man versteht, was die Motivation von den Strippenziehern ist, und dafür empfehle ich nochmal das Video von Hans-Joachim Maas, der hat auf KenFM jetzt nochmal so ein Video hochgeladen. Das ist zwar schon von 2019, aber das ist sehr passend, weil das erklärt einfach nochmal, mit wem wir das zu tun haben. Ne, der Hans-Joachim Maas, der ist ja Psychiater und der kann wirklich sehr gut erklären, wie manche Menschen strukturiert sind, und die Menschen, mit denen wir das im Moment zu tun haben, die haben sicherlich das Problem, dass die wenig fühlen können, egal was für eine Erkrankung die haben. Und manche können vielleicht auch gar nichts fühlen. Da gibt es ja auch noch Abstufungen. Und das Bestreben von solchen Menschen ist immer, egal wo man die trifft, dass die Macht und Kontrolle haben möchten. Weil das haben die ganz früh verloren. Durch schlimme Umstände, durch schlimme Kindheit und so weiter. Und das sind die Menschen, die dann später nach Macht streben. Aber Macht, sage ich nur mal daneben bei, ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Nur Menschen, die nicht Empathie können und die Macht anstreben, bei denen ist das Bestreben, dass die Kontrolle über andere haben möchten. Also da dient, ich sag mal, es gibt auch Leute mit Empathie, die in Machtpositionen sind, und das sind Wohltäter. Die tun anderen Menschen Gutes und die sind sich auch ihrer Verantwortung bewusst und die missbrauchen ihre Macht auch nicht. Aber wenn empathielose Menschen an Macht kommen, dann missbrauchen die das, weil sie das nicht anders besser hinkriegen, sag ich mal. Und das erklärt der Hans-Joachim Maas sehr gut, sodass man das einfach mal nachvollziehen kann. Und mir ist nochmal klar geworden, ich kann Empathie, aber ich durchschaue auch, wenn jemand meine Gefühle ständig triggert, um meine Aufmerksamkeit zu lenken. Also wenn ich eine Stunde Bittl-TV geguckt habe, dann bin ich einmal durchgetriggert. Weil da gibt es ja immer wieder so Nachrichten, wo man denkt, um Gottes Willen, das wollen die jetzt auch noch, das darf doch nicht wahr sein und so weiter. Und mittlerweile, der Roger Bittl, der macht auch schon immer Entwarnung und sagt, Moment mal, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, warten wir es mal ab. Und das ist, glaube ich, die gute Devise, warten wir es mal ab. Und für mich heißt das konkret, ich hatte mich ja zwischen den Jahren sehr erschrocken über diese Nachricht, dass in den Altenheimen geimpft werden soll. Einfach so still und heimlich. Und da gibt es ja auch diese Sitzung 34 vom Corona-Ausschuss. Die behandeln das ja auch nochmal. Und da hatte ich mich sehr erschrocken, weil, wenn das zutreffend ist, was da an Nebenwirkungen beschrieben wird, nach der ersten und nach der zweiten Impfung, dann kann einem schon mal ein Schauer über den Rücken laufen, wenn man das zu Ende denkt. Aber ich habe jetzt wirklich die Devise, ich warte das jetzt ab. Ich warte jetzt ab, bis die Menschen, die leider nicht anders wissen, sich die zweite Impfung geben lassen. Und dann werde ich sehen, ob das eine Attrappe war, ob die mit irgendwas anderem da geimpft worden sind oder ob die wirklich mit so einem Impfstoff geimpft wurden, wo der Beipackzettel sagt, starke Nebenwirkungen zu erwarten. Das wurde ja gesagt auf Klagepaten von diesem Holger Fischer, der hatte ja den Beipackzettel gelesen. Und also die Devise,
damit man nicht so manipulierbar ist, ist für mich im Moment, ich warte es ab und ich rege mich nur noch dann auf, wenn wirklich was passiert. Weil das Spiel ist im Moment Tarnen, Täuschen und die Menschen regen sich auf. Und vielleicht war es dann, ich sag mal, nur um die Menschen aufzuregen. Und ich weiß ja nicht, was die den Leuten spritzen, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ne? Weil ich habe keine Lust, mich jeden zweiten Tag aufzuregen und zu denken, ich bin Zeitzeuge von irgendeinem Tötungsmassen, keine Ahnung. Da habe ich keine Lust zu. Und ich möchte gerne bei klarem Verstand bleiben und deswegen warte ich jetzt mal ab. Und das ist als Mensch, der Empathie kann, gar nicht so einfach. Aber nochmal, wenn man das durchschaut, dass das im Moment das Mittel ist, Aufmerksamkeit zu lenken, dann kann ich nur sagen, nein, danke. Ich lenke selber meine Aufmerksamkeit. Und vielleicht gibt es ja im Moment auch ganz andere Themen, das nur mal nebenbei, ne? Ich habe noch was Schönes gelesen, kann ich auch nur empfehlen, auf der Seite 2020 News. Da steht was über, ach, wie hieß das jetzt, also Internet 3.0, wenn praktisch False Flag virtuell wird, so hieß die Überschrift. Findet man im Moment auf der Internetseite, ist mega interessant. Ne? Wir machen uns im Moment Sorgen um alte Menschen, um Kinder, um Impfnebenwirkungen, alles richtig. Aber vielleicht läuft im Hintergrund gerade, wie kann ich manchen Leuten, die immer die falschen Kanäle gucken, mal das Internet abschalten? Und vielleicht ist es auch mal wichtig zu gucken, welche anderen Browser gibt es, welche dezentralen Server gibt es und welche Alternative zu Facebook gibt es. Na? Die gute alte E-Mail soll gar nicht so schlecht sein, ist zwar ein bisschen komplizierter als Facebook, aber es gibt scheinbar andere Möglichkeiten, durch Internet zu kommunizieren, als das, was wir jeden Tag so gerne nutzen. Das fand ich interessant. Und ich sage jetzt nochmal als Schlusswort, ich bestimme am liebsten selber, worauf ich mich konzentriere. Und ich nehme Anteil und mir machen andere Menschen auch Sorgen, wenn ich sehe, dass da irgendwie einer denen was will. Aber wenn ich ein paar Mal auf das Spiel reingefallen bin und ich den Verdacht habe, dass jemand bewusst meine Aufmerksamkeit immer wieder auf was lenken will, um von was anderem abzulenken, dann gucke ich mal, was ich möchte. Und dann warte ich ab, was gerade passiert. Und wenn was passiert, kann ich mich immer noch aufregen. Denn die Schuld und die Verantwortung liegt immer beim Täter. Alles Liebe.